lieber Lese, man konnte mal wieder dort noch stellen, wenn die Bayern unter Druck stehen, liefern sie. Erst beim 1,0 in der Champions League in Paris, jetzt nach der Pleite in Gladbach, 2,3, beim souveränen 3,0 gegen Union Berlin. Das reicht in den letzten Jahren zur Meisterschaft. Anders jetzt sind die Bayern Tabellenführer, allerdings Punkt gleich mit dem BVB, while Dortmund ebenfalls liefert. Und das ist nu. Spiele wie gegen Hoffenheim, 1,0, oder Hertha, 4,1, hätte der BVB in der Hinrunde nicht gewonnen oder sogar verloren. Jetzt steht der Revier, Club B 9 Siegen aus 9 Pflichtspielen im Jahr 2023. Dortmund spielt zwar nicht mehr so spektakulär wie früher, dafür aber stable und erfolgreich. Ein Verdienstes von Manager Sebastian Kehl, der augenscheinlich die richtigen Charakter verpflichtet hat. Der Vertrag von Mats Hummels beim BVB läuft aus. Sein Zukunft ist offen. Welche Optionen vorstellbar sind? Neben Spektakel, Spieler Adiemi, der vor seiner Verletzung explodiert, und dem Abwehr, Duo, Sula/Schlotterbeck kamen mit Oskan und Rias in Oschzweikämpfer typen. Die Mission scheint zu stimmen. Das macht Dortmund in diesem Jahr viel gefährlicher für die Bayern als zuletzt. Denn der Rekordmeister lässt zwischendurch immer wieder Punkte liegen, spielte schon 7-mal unentschieden und hat 2 Liga, Siegwinnige als der BVB, 15. Bleibt das so schamsaison und so, heißt der Meister dieser Saison Borussia Dortmund.